Willkommen Leute zu einem weiteren Part von Let's Play Super Mario Bros. 3 und wir beginnen direkt mal mit einem Memory, habe ich gesehen. Na dann los. So, wie war das nochmal? Ich würde sagen, wir fangen mal hier so hier an. Ein One-Up war glaube ich hier. Ja, sehr gut. Pilz war glaube ich da. Ja, nicht schlecht. Oh, 10 Münzen haben wir glaube ich auch schon. War das hier? Ne, da waren 20 Münzen, okay. Fast richtig. Ein Stern könnte hier gewesen sein. Ja, nicht schlecht. Bin ja voll gut. Eine Blume habe ich keine Ahnung. Okay, das nächste ist ein Stern. War ein Versuch wert. Wo führen denn die ganzen Röhren hier hin? Vor allem, wie komme ich zu dem einen Pilzhaus da? So schon mal nicht. Schade. Und die, wo führt die mich hin? Ich hätte eigentlich gern noch das Pilzhaus, aber... Aber ich hätte mir jetzt auch kein Bein ausreißen dafür. Das war auf jeden Fall auch falsch. Na gut, dann machen wir mal weiter. Ist ja auch nicht so wichtig, wir haben ja noch ein paar Items. Minispiel. Das ich ja über alles liebe. Wir peilen wieder hier den Pilz an. Ja. Ja. Nice. Ich habe ehrlich gesagt wieder die Augen geschlossen. Ich darf mich beim letzten nicht konzentrieren, weil irgendwie ist das letzte ziemlich verbuggt. Oder man muss irgendwie bewusst daneben tippen, aber das ist irgendwie gegen meine Natur. Das kriege ich nicht hin. Oh, wieder so ein Level, bei dem es nach oben geht und wo man aus dem Bildschirm rauslaufen kann, um auf der anderen Seite wiederzukommen. Die finde ich eigentlich ganz cool. Die Richtung hier kann man ja ändern. Das könnte auf jeden Fall ein cooles Level werden. Ich hätte ehrlich gesagt gerne ein Power-Up, aber... Ah, da unten könnte eins drin sein. Na, was soll's. Geht auch so. Bisher sterben wir sehr, sehr wenig. Also, was soll's. Okay, das ist irgendwie nicht so ganz richtig. Ich nehme an, wir müssen es so machen. Und dann so. Und dann hier rein. Ja, das war richtig. Das Level ist sehr cool aufgebaut. Die sind auch automatisch halt ein bisschen länger als die normalen Level. Das liegt aber eher am Levelprinzip. Na, ich glaube, wir müssen hier wirklich das hier mitnehmen. Sonst geht's nicht weiter. Nein! Ja, ich musste leider nochmal springen, sonst hätten wir es eh nicht geschafft, also was soll's. Ah, ich hätte eine ganze Runde warten können, das wäre auch gegangen. Was soll's. Es verschwindet auch noch in der Zeit. Das wusste ich auch nicht. Gut zu wissen. So. Und hier hoch. Ja, da müssen wir aufpassen. Alles gut. Ah, da ist es, glaube ich, vorbei. Ja, eins der längsten Level bisher. Definitiv. Das war nicht schlecht. Und wir kriegen sogar noch einen Stern. So gefällt mir das. So, da kann es ja weitergehen. Ich nehme an, hier geht's auf die nächste Insel. Genau. Mit Level 7 und 8. Dann machen wir direkt mal Level 7. Ach, wieder diese schöne Musik. Und ein weiteres... ja... Okay, Röhrenlevel. Ich dachte, es wird wieder so ein Boxenlevel, sag ich mal, wie in Welt 1, wo diese farbigen Boxen im Hintergrund sind. Da seht ihr auch schon, warum ich gerade so versucht habe, diese Box zu erreichen. Mit dem Stern drin. Sonst hätten wir hier ziemlich verschissen.
Wir müssen auf jeden Fall alle Sterne kriegen. Das ist halt der erste Star-Run oder Mancha-Run in der Mario-Geschichte, soweit ich weiß. Oh Gott, ich hab verschissen. Kommt da noch was? Nein. Okay, das Level muss man klein machen. Man hätte da dran vorbeisliden können, aber das habe ich irgendwie nicht geschafft und Mario wollte nicht. Was soll's. Wir haben eh noch 54 Leben. Game over werden wir schon nicht gehen. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ich find's ein bisschen blöd, dass das Level hier drauf ausgelegt ist, klein zu sein, weil, ja, wenn man groß ist, steht man hier einfach immer. Ohne wirklich was dafür zu können. Ich meine, man kann es auch groß schaffen, das geht schon, aber es ist sehr viel schwieriger. Man muss sich auf jeden Fall beeilen. Ah, der wäre fast ausgelaufen, der Stern. Das ist nicht so gut, wenn das passiert. Aber wir haben es geschafft. Und kriegen hier nochmal einen Stern. Passt ja gut zum Level. Nice. 2 von 3. Wir könnten wieder 5 Leben bekommen. Hätte ich nichts gegen. So, schaffen wir das hier nochmal? Ich versuche jetzt mal bewusst daneben zu tippen. Jetzt hat's nicht geklappt. Schade. Egal. Nicht so wichtig. Level 8. Was haben wir denn hier so? Ein weiteres Röhrenlevel. Und warum bin ich bitte klein ins Level reingegangen? Das war nicht so schlau. Aber vielleicht klappt es ja trotzdem. Wie hätte ich das machen sollen? Eine trifft mich doch immer. Da nehme ich lieber ein Item. Ich würde sagen, einfach mal einen Pilz und go for it. Wir haben ja einen gewonnen durch das Memory. Ich bin zuversichtlich. Könnte ja funktionieren. Ne, also da wird man immer getroffen. Es sei denn, man springt perfekt. Und das kriege ich leider nicht hin. Okay, ein Stern, besser als nix. Ich hätte aber lieber einen Pilz gehabt, wenn ich ehrlich bin. Da könnte man wieder in den Hintergrund gehen. Wenn er mich nicht tötet. Ah, ich glaube, man muss groß sein, um da reinzugehen, weil ich kann mich nicht ducken, wenn ich klein bin. Schade. Wäre aber vielleicht gegangen. Kann ja jemand gerne schreiben, ob es da ein großes Secret gegeben hätte. Body Level wäre noch schwieriger, ne? YOLO? Okay, YOLO funktioniert nicht immer, aber wäre da kein Boomer gewesen, hätte es funktioniert. Ich brauche auf jeden Fall was. Eine Blume ist ganz gut für das Level, glaube ich. Ja. Wir versuchen es mit einer Blume. Das geht, glaube ich, noch am ehesten. Lol, warum ist gerade die Pflanze gestorben? Ich habe die doch gar nicht getroffen. Vielleicht hat sie Selbstmord begangen. Wer weiß. So. Selbe Spiel nochmal, mit aber einem etwas sozialeren Timing. Ich bin aber trotzdem getroffen worden, okay. Schon okay Spiel, nicht schlimm. Hab ja noch hier meinen Pilz. Stirb. So geht's, oder geht's nicht? Ja, es geht. Zumindest in den Hintergrund kommt man. Ich weiß nicht, ob ich jetzt getroffen werden kann oder nicht. Jetzt bin ich wieder im Vordergrund. Vielleicht war es ja nur zum Ausweichen von Gegnern gedacht, keine Ahnung. Oh, es wird echt schwieriger. Noch leben wir. Das hier ist asozial. Hilfe. Ach du Scheiße. Jetzt beginnen die Fails. Oh shit. Das ist nicht so leicht. Dann probier's halt mal damit. Vielleicht geht's ja mit dem Hammerbruderanzug.
Das war jetzt crazy. Vor allem, wenn man bedenkt, wie leicht die letzten Level waren und jetzt auf einmal das hier. Ich meine, okay. Ich mag Schwierigkeit. Ich hätte mir gewünscht, dass das ganze Spiel so schwer ist wie das hier. Aber das gibt uns Nintendo leider nicht. Aber das wäre auch für viele Leute zu schwer. Muss man dazu sagen. Wir würden sich ja da nicht alle kaufen. Ne? Okay, das kann man auf jeden Fall besser machen. Habe ich gerade gemerkt. Ich meine, wir haben gerade die ganze schwierige Stelle da übersprungen. Mit den Blumen. Ja, wenn man das hier mit dem richtigen Item angeht, ist es ziemlich einfach. Und wenn man den Stern richtig benutzt. So viel zu schwieriges Level. Aber du bist ein Arsch. Denn du bist die erste Blume, die das kann, glaube ich. Aber gut. Immerhin kriegen wir wieder 5 Leben, oder auch nicht? Okay. Na ja gut, ich habe nicht ganz perfekt Anlauf genommen. War meine Schuld. Egal. Wir haben so viele Leben, wir gehen nicht Game Over. Wir werden zwar jetzt öfter mal sterben, aber nicht schlimm. Gehört dazu. Pick a Box. Gerne. Gib mir die mittlere. Ein Froschanzug. Nicht ganz das, was ich erwartet hatte, aber ja gut. Besser als nix. Und wir haben sogar noch unseren Hammerbruder-Anzug. Was ich ganz cool finde. Die Blume, die da eben rausgefallen ist, nämlich auch nicht. Dafür mag ich den hier zu sehr. Nein, du gehst mal bitte sterben. Der erwischt uns ganz sicher nicht. Okay, das hier ist ein Labyrinth-Level. Was ich ziemlich geil finde, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich habe den Ausgang schon gefunden. Hui! Vollgas. Ich habe kurz gedacht, hier tauchen wieder Notenblöcke auf. Das wäre fies gewesen. Aber nein, wir können bisher noch oben drüber springen. Okay, das war jetzt Fail. War ich ein bisschen zu voreilig. Okay, der Ausgang ist im Maze drin, ich verstehe. Also doch nicht so leicht wie erwartet. Ja gut. Dann halt nicht. So schwer wird schon nicht sein. Gut, rechts ist schon mal falsch. Dann halt links lang. Das scheint mir richtig zu sein, lol. Das war gute Improvisation, sag ich mal. Aber jetzt weiß ich nicht, ob die Blume noch da ist. Bitte sei noch da. Da mich gerade das Spiel in allen Ebenen der Kunst verarscht. Dankeschön. Das ist falsch. Links eventuell ist auch falsch. Cooles Level. Ich mag so Labyrinthe. Ja, ich glaube, ich bin richtig. Da haben wir nochmal einen Pilz. Nice. Sehr, sehr cooles Level, auf jeden Fall. Das war eins meiner Lieblingslevel bisher. Das ist mal was anderes. Gefällt mir sehr gut. Das war, glaube ich, das letzte normale Level hier, ne? Ja. Nur noch Castles und ein Mancha-Level. Das sieht fies aus. Schaffe ich den Sprung? Wenn man abgesprungen wäre, dann schon. dann nehme ich mir doch direkt mal hier einen Tanuki. Ist, glaube ich, schlauer. Okay, wir warten mal kurz. Ja, da habe ich zum Glück richtig reagiert. Okay, er wollte nicht nochmal auftauchen. Die Pflanze. Da beschwere ich mich doch nicht. Wenn man sich ganz nah an der Röhre befindet, also wenn man sie berührt oder wenn man über ihr ist, dann taucht die Pflanze nicht mehr auf. Das ist eine
uralte Mario-Regel, die es, glaube ich, im ersten Mario noch gar nicht gab. Das ist halt wichtig, weil sonst würden die Pflanzen immer übelst abfacken fürs Gameplay. Das war jetzt doof. Weil sonst würden immer die Pflanzen rauskommen aus dem Raum, wenn man gerade über sie drüber jumpen will, und das wäre extremer Abfuck. Danke sehr. Danke sehr, liebe Blume. Was ist los? Auf einmal wird das Spiel schwierig. Hier gar nicht gewohnt. Ja. Okay, ich wollte gerade sagen, bitte fall nicht in die Hölle, Pilz. Ich kann dich gut gebrauchen. Werde ich da getroffen? Zum Glück nicht. So, hier hoch. Also hätte das ganze Spiel diese Schwierigkeit gehabt, wäre es nochmal deutlich geiler. Finde ich sehr, sehr cool. Und dieser Sprung hier ist asozial. Egal, geh rein. Immer noch nicht vorbei. Holy shit. Oh, da wäre ich fast getroffen worden. Dann wäre es aus gewesen. Okay, alles gut. Bitte noch ein Power-Up. Natürlich nicht. Okay, komm. Hallo? Komm her. Bum bum. Ich muss ihn angreifen lassen. Das war unsere Vereinbarung. Und er hat mich zum ersten Mal getötet. Ja, es ist meine Vereinbarung. Ich lasse ihn angreifen. Das ist wichtig für mich. Weil sonst wäre es zu einfach. Wenn ich einen Boss vor mir habe, dann soll er auch eine Herausforderung sein. Froschanzug? Keine Ahnung. Ich muss irgendwas nehmen. Oh Gott. Der spielt sich schon wieder richtig geil. Nee, damit werde ich sterben. Das war eine blöde Idee. Damit kann ich gar nicht den Sprung hier schaffen, glaube ich. Das ist viel zu unpräzise und seltsam. Oder doch? Warte, wenn ich mich ganz hier hinstelle. Nee, das geht damit nicht. Ich kann mit dem keinen Anlauf nehmen und den Sprung schafft er nicht. Ich muss da jetzt echt meine scheiß Tanukis verbraten. Das ist doof. Dezent. Aber gut. Ich habe nach Schwierigkeit gebeten, ich bekomme Schwierigkeit. Das wird jetzt doof sein, weil ich muss an dem vorbeikommen. Okay, gut. Einfach durchspringen. Was nicht funktioniert hat und da konnte ich nicht mehr springen. Das ist etwas, was extrem scheiße ist an alten Mario-Spielen. Dieses kurz gestunt sein, wenn man gerade springen möchte, wenn man getroffen wurde. Das ist doof. Ah, das Level will ich heute schon noch schaffen. Ich nehme mal ein P fliegen, aber nicht um es einzusetzen, keine Sorge. Den ersten Sprung hätte ich sowieso geschafft und ich werde jetzt einfach dich treffen lassen. Weil ich muss ja auch mal die Items verwenden. Ich meine, die sind auch praktisch und wichtig. Weil das Spiel ist ja darauf ausgelegt, diese Power-Ups zu haben. Ich will die auch nutzen, wenn ich sie schon habe. Ich meine, ist ja schon böse genug, dass ich mir die P-Fliegens verbiete. Ich sehe übrigens gar nichts, was nicht gerade toll ist. Der wird mich wieder treffen. Ich kann nicht so gut antäuschen. Der wird mich immer wieder treffen. Okay, das war jetzt Glück. Aber das darf ich ja auch mal haben, ab und zu. Das finde ich behindert, weil das trifft einen, denke ich, immer. So. Vielleicht werde ich Bum Bum auch beim nächsten Mal dominieren wieder. Ist halt eigentlich gegen meine Prinzipien. Oh, wie komme ich denn jetzt an dem vorbei, bitte? Klein. So.
Das war Glück im Unglück, aber es hat funktioniert. Aber wenn ich den Pilz hier behalten könnte, ne? Das wäre nicht schlecht. Verdammt. Ja. Nice. Soweit so gut. Mr. Pflanze, wenn ich rauskomme. Aber die Pflanze hat mich nicht getroffen. Sehr gut. Sie kam nicht nochmal raus. Das bedeutet, wir können jetzt Bum Bum besiegen. Und ihm sogar eine Chance lassen. Wir sind ja hier keine Pussys, wir lassen ihm eine Chance. Richte dich wieder auf, danke sehr. Ich weiß genau, dass die nicht tot sind, wenn man sie einmal trifft. Ich bin ja kein Mario-Noob. Wow. Wie soll man denn das schaffen, ohne getroffen zu werden, wenn man groß ist? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das geht. Egal. Na, wahrscheinlich schon, irgendwie mit Glück. So, Bum Bum, du bekommst deine Chance trotzdem. Boah, war das behindert. Das hätte ich treffen müssen. Okay. Bitte flieg nicht. Okay, er rennt nur. Das bedeutet, er ist keine Herausforderung. Nice. War riskant, aber ich will ja nicht gegen meine eigenen Regeln verstoßen hier. Wir hätten es schon im ersten Versuch schaffen können, aber nee. Nee, nee, nee. Okay, noch Memory. Dann zeig mal her. Was war jetzt hier nochmal? Ein Pilz und noch irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau was. Hier war ein Pilz. Fuck. Das war falsch. Ach nee, da war ja eine Blume. Oh, ich bin so schlecht. Glück im Unglück. Stern war jetzt hier, genau. Oh, 10 Münzen waren hier. Okay, gut. Pilz war da. Und dann habe ich es sogar noch geschafft. Ja gut, was beschwere ich mich denn? Prima. Ein weiteres Memory abgeschlossen. Würde ich sagen, zur Feier des Tages noch das Mancha-Level. Und wir starten mit einem Pilz. Ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Eine Feuerblume wäre besser gewesen, aber was soll's. Ach scheiße, die kommen auch raus, wenn ich draufstehe. Hab ich vergessen. Oh Gott, Notenblöcke. Die sind nicht unbedingt mein Freund in alten Spielen, aber hat funktioniert. Yay! Und ein weiterer Pilz. Nice one. Wisst ihr was? Ich will den nächsten Part mit der letzten Welt starten. Yoshi, geil. Oh, it's terrible. The king has been transformed. Please find the magic wand so we can change him back. Wie immer. Ich will nicht irgendwie. Keine Ahnung. Ich will nicht noch das letzte Level machen müssen von der Welt, bevor ich mit der letzten Welt starte im nächsten Part. Das wäre nicht so schön. Okay. Wieder diese Schiffsschrauben. Das war jetzt grenzwertig. Ich habe ihn eigentlich berührt, den Feuerschweif, aber gut. Scheinbar nicht. Nehme ich gerne hin. Solange ich dann am Leben noch bin. Okay, alles gut. Das war das letzte Luftschiff, oder? Eigentlich schon, wobei es in Welt 8 auch solche Level gibt. Da dürfte dann auch noch Luftschiffe dabei sein. Nehme ich an. Das weiß ich aber nicht mehr so ganz genau. Hui. Gut, dass ich gewusst habe, dass man nicht getroffen wird, wenn man sich da duckt. Kann ich da bitte noch hoch? Na, verdammt. Da war ich zu langsam. Selbst schuld. Okay, das brauchen wir nicht zu machen. Kann jetzt bitte mal die Bossröhre kommen? Das Level war lang genug.
Fick dich, Monty Maulwurf. Ja, geh weg. Wie sie instant respawnen. So frech. Boah. Es wird echt schwieriger. Also das ohne Tanuki ist gar nicht mal so leicht. Muss ich jetzt gerade mal gestehen. Ich drehe lieber noch ein bisschen, bevor ich springe. Okay. Boah, mach doch mal einen Punkt jetzt. TF. Verdoppelt halt einfach mal die Schwierigkeit. Ist okay. Gut. Ich lebe noch. In meinem First Try. Und ich bin nicht klein beim Boss. Das ist eine gute Voraussetzung, sage ich mal. Wer ist es denn? Ach, der. Ich habe den Namen vergessen. Wow. Boah, war das ein trauriger Versuch. Ich pack das Schiff ohne Gegentreffer. Ich probier's halt noch einmal, komm. Einmal probieren wir es noch, dann machen wir es im nächsten Part. Ich würde aber gerne direkt mit der achten Welt anfangen. Deswegen hoffe ich mal, dass ich es schaffe. So, noch ein Versuch. Boah, wäre der Versuch schlecht, einfach nur. Ist auf jeden Fall der schlechteste Part bisher. Von meinem Skill her. Aber gut, ich meine, es wird auch schwieriger. Die nächsten Parts werden dann halt noch ein bisschen schlimmer. Welt 8 ist nicht unbedingt leicht. Ist nicht unmöglich, ja, aber... Es gibt leichteres, auf jeden Fall. Also, Welt 7 ist einfacher als Welt 8. Würde ich sagen. Es gibt ein sehr schnelles Scrolling-Level in Welt 8. Ich weiß nicht, ob das ein Luftschiff ist oder ein Panzer-Level. Aber auf jeden Fall ist es extrem assi. Das könnte eins der schwierigsten Level im Spiel sein. Ja, sogar ziemlich sicher. Eins der schwierigsten auf jeden Fall. Nicht das schwierigste. Das schwierigste ist meiner Meinung nach das letzte Bowser-Castle tatsächlich. Fällt mir persönlich am schwersten, weil ich mit dem Bowser-Kampf hier nicht klarkomme. Aber es ist auf jeden Fall nicht leicht. Ach ja. Ich hoffe mal, ich werde jetzt nicht nochmal sterben beim Boss. Das wäre ein bisschen blöd. Aber die Montys können sterben. Da habe ich nichts gegen. Kriegt man Schaden, wenn man diese Schiffsschrauben berührt? Also diese Antriebsschrauben. Und diesen Plattformen hier. Wie fliegt denn das hier, bitte? Das hat nicht mal einen Antrieb. Einfach so random Frackteile. Och nee! Boah, das war ein ziemlich ekelhafter Tod gerade. Ich schneide wieder zu dem Punkt, weil ganz ehrlich, bis dahin zu kommen ist keine Schwierigkeit. So, ich bin wieder hier bei den Plattformen. Ich hoffe mal, jetzt klappt's endlich. Und den nächsten Sprung werde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut im Voraus planen. Weil das war gerade ein bisschen frustrierend. Weil das war reine Dummheit, dass ich da runtergefallen bin. Da habe ich vollkommen die Reichweite des Tanukis überschätzt. Aber passiert. Ich bin auch nur ein Mensch. Da können wir rübergleiten. Das geht. Und kam jetzt schon die Röhre? Ja, okay, gut. Okay, auf ein neues. Er kann stompen. Fick dich. Und er springt nicht sehr hoch. Boah, der stompt ja an der Tour. Ist ja ekelhaft. Okay, er ist tot. Der ist verdammt gefährlich. Ich habe mir jetzt auch keine Chance gelassen, weil sonst wäre ich gestorben. Der stompt ja bei jedem Sprung und der springt dauerhaft. Das ist ziemlich fies. Aber gut, hab's geschafft. Immerhin. Und wir retten auch den siebten König. Der aussieht wie ein Wikinger. Oh, thank heavens, I'm back to my old self again.
Thank you so much. Here is a letter from the princess. Ein letztes Mal. Ja, damit. Yo, I kidnapped the princess while you were running around. She's here in my castle, if you dare to try and rescue her. Hahaha, King of the Cooper. Hat er erst jetzt Peach entführt? Ich glaube, da habe ich was in der Story falsch verstanden. Aber gut. Was soll's. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal in dieser bedrohlichen letzten Welt, wo selbst die Flammen tanzen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.